gemeinsam auf die Suche machen, der Spiritualität Raum geben und Schritt für Schritt sich selber und diesem großen Geheimnis näher zu kommen. Einfach da sein dürfen, ja. Und das in einer Atmosphäre, wo sie wissen, das wird jetzt nicht unbedingt nach außen tragen, sie werden nicht bewertet, sie werden nicht beurteilt darüber, sondern es darf alles einfach da sein. Das ist immer gut, wenn irgendeine Situation kommt, wo man Entscheidungen treffen muss oder in einer Krisensituation oder einfach, wo das Leben einmal stecken geblieben ist. Im Aussprechen wird mir selber oft schon etwas klar. Und durch Nachfragen manches Mal kommt dann plötzlich eine Erkenntnis, eine neue Sicht auf eine Situation. In Kontakt kommen mit sich, mit Gott, mit der Welt. Mit jemandem, der eine Außensicht hat und der nicht involviert ist in Situationen, die hemmen können. Ja, jetzt sehen Sie klarer auf Ihrem Weg. Es bedeutet, dass ich mich auf die Spuren Gottes in meinem Leben mache und ich bekomme damit ein festes Fundament für den Stand im Leben. Auf der Suche bleiben können. Aber wo gibt es doch noch irgendwas, was zum Leben nutzt oder wo Leben ist? Unterstütze, dass das, was der Geist Gottes in diesem Menschen bewirken will, dass diese Frau oder dieser Mann das erkennt und damit Lebensgebendes und Lebensnehmendes unterscheiden kann. Wenn die Menschen erzählen können und ihr braucht fast gar nichts sagen. Das Leben, was Gott selber ist, zu entdecken. Geistliche Begleitung ist, jetzt in religiösen Worten gesagt, zu entdecken, dass ich von Gott bewohnt bin. Das ist eine irrsinnige Kraft, wenn ich weiß, es betet jemand für mich. Mein Leben wird gereinigt und ich habe wieder Kraft. Willkommen! Geistliche Begleitung wird von ausgebildeten SeelsorgerInnen der katholischen Kirche angeboten. Frauen und Männer, Priester, Ordensleute und Laien mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund stehen für Begleitgespräche über einen längeren Zeitraum mit circa monatlichen Treffen zur Verfügung. Die Gespräche sind vertraulich und meist kostenlos.